Servus, hier ist der Vortex und heute mit dem Waffenguide zur ARX. Kurz vorweg, die ARX ist eine 3-Burst-Waffe der Klasse Sturmgewehr mit gutem Schaden und wenig vertikalem Rückstoß. Ja, kommen wir zum Schaden allgemein. Der Schaden allgemein beträgt 35 bis 20 auf Distanz, 35 bis Close Quarters Medium Range und 20 auf Distanz. Multiplikator habt ihr 1,1 auf den Kopf. Und die Magazinkapazität wurde ja gepatcht. Die beträgt jetzt 45 Kugeln im Magazin, beziehungsweise 67 mit Extended Max. Aber ich würde die Extended Max wirklich weglassen, denn das sind wirklich viele Kugeln und ihr habt nur 3 Burst. Also wenn ihr 45 Kugeln im Magazin habt, dann braucht ihr 15 Burst, um das Magazin leer zu bekommen. Und 67 geteilt durch 3 ergibt 22,33333333 irgendwas Burst. Das wären dann 22 Bursts und ihr bleibt eine Kugel übrig. Naja, was will man mit der einen Kugel? Also ich finde 45 Kugeln echt ausreichend jetzt inzwischen. Und das Freischaltlevel ist Level 4, bekommt sie relativ früh, müsst sie nicht permanent freischalten. Okay. Magazin und Freischaltlevel haben wir behandelt. Nachladezeit ist so wie bei allen Sturmgewehren oder allen Waffen ganz normal. Es hat sich bei der auch nichts geändert. Beträgt 2 Sekunden normal, 2,3 leer und 1,7 Fast Reload. Kommen wir zur Feuerrate. Feuerrate beträgt 923 Rounds per Minute per Burst. Also ihr burstet die Kugel mit 923 Kugeln. Mit 923 Rounds per Minute raus. Entschuldigung. Mit einer allgemeinen Feuerrate, wenn ihr durchburstet, von 610 Rounds per Minute. Der Rückstoß ist dabei wirklich gering. Ihr habt wenig vertikalen Rückstoß, bisschen seitlichen, also einen horizontalen Rückstoß habt ihr. Aber der lässt sich wirklich gut kontrollieren. Ihr seid mit der Waffe wirklich präzise und ihr könnt sie auch ohne Rotpunkt spielen, auf Distanz. Empfehle ich vielleicht sogar den Rohpunkt, da er noch ein bisschen offener ist als das Iron Sight. Aber dazu kommen wir noch später. Feuermodus hatten wir schon, 3 Round Burst. Durchschlagskraft habe ich jetzt zum ersten Mal dabei und habe ich jetzt auch zum ersten Mal wirklich gesehen bei den Waffenstatistiken. Denn sie hat eine Durchschlagskraft, die ist mittel, also ziemlich normal. Während im Vergleich LMGs oder halt die MLE eine hohe Durchschlagskraft habt, das ist einfach der Wert, den ihr, also den Schaden, den ihr noch durch Objekte oder durch Gegner hindurch einem weiteren Gegner Schaden zufügt. Und da ist sie eigentlich im Mittelfeld angesiedelt. Kommen wir noch zu den Aufsätze. Da habe ich einmal den Schnellzugriff drauf, den Rohpunkt und den Schaft. Den Rohpunkt braucht man nicht wirklich unbedingt. Ich habe die letzten Spiele auch ohne Rohpunkt recht gut gespielt, weil das Iron Sight wirklich angenehm ist. Aber auf Distanz kann man ihn wirklich empfehlen. Dazu kann man noch, wenn man wirklich schnurzgerade ausschießen will, den Griff verwenden. Und dann kommen wir auch schon zu den besten Versionen der Klasse. Und diese wären einmal die Steel Bite. Das ist die Elite-Version. Mit 35 bis 25 Schaden, also die macht mehr Schaden oder gibt euch mehr Schaden, die Version. Die macht 35 Schaden bis zu einer Distanz von 51 Metern, das ist richtig weit, also das ist, glaube ich, die weiteste Entfernung, wo ihr 3 Burst, also 3 Kugeln für einen Kill braucht, allgemein von den Sturmgewehren. Mit einer hohen Durchschlagskraft, also sie hat wirklich hohe Durchschlagskraft, das bringt die Version eben nochmal, deswegen habe ich den Wert eben bei den allgemeinen Statistiken auch noch reingenommen. Leider hat sie auch einen Nachteil. Die Feuerrate wird verringert auf 857 Rounds per Minute pro Burst und 850 allgemein. Dazu kommt noch ein 20%iger Rückstoß, den ihr mehr habt. Und das ist wirklich so lala, ihr seid nicht mehr so präzise mit der Waffe. Die nächste Version, die ich jetzt hier habe, die Hole Puncher, das ist die Profi-Version, ist da wirklich angenehm, ist meiner Meinung nach die beste ARX-Version. Die bringt wieder die 35 Schaden bis 51 Meter, also 35 bis 25 droppt da der Schaden mit einem Rückstoß plus von 10% und einer Streuung aus der Hüfte mit 10%. Aber
wenn wir ehrlich sind, wir schießen die Mittewaffen wirklich selten aus der Hüfte oder bis gar nicht aus der Hüfte. Sind die Distanz- oder Midrange-Waffe, Close Quarters, nicht so gut zu spielen oder schwieriger zu spielen. Okay. Wer noch Hardcore spielt, habe ich eine Version, das ist die 300 Kill Reward Version, die Spoliator. Die hat eine Feuerrate von 1000 Rounds per Minute pro Burst und 642 allgemein. Mit einem Rückstoßplus von 10%. Dem Schaden wird leider einiges abgezogen auf Distanz. Sie hat im Nahkampf 35 Schaden und auf Distanz 5, hat sie nur noch 19 Schaden. Aber das merkt man ja in Hardcore sowieso nicht mehr, denn ist es ja der Schaden sowieso angehoben und das Leben verringert in Hardcore. Da merkt man eher die schnelle Feuerrate der Waffe und ist wirklich die beste, eine der besten Waffen, die man in Hardcore spielen kann, meiner Meinung nach, die Spoliator-Version. Ach ja, noch 10% ADS-Time kommt dazu, also 10% zielt ihr langsamer, aber wenn man den Schnellzielgriff sowieso verwendet auf der Waffe, merkt man diese 10% auch nicht wirklich. Das war der Guide für die AX. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr eine Waffe habt, die ich in der Serie behandeln sollte, schreibt sie mir in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und auch, ich gehe auf jede Wünsche ein. Ich mache auch gerne noch andere Videos, wenn jemand Fragen hat zu irgendwelchen Waffen oder zu irgendwelchen Aufsätzen, Statistiken, irgendetwas, schreibt in die Kommentare, ich gehe gerne darauf ein. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, euer Fortix.